Wir haben Olaf Jansen gestern die Freistellung mitgeteilt. Wir haben 1,5 Stunden mit Olaf die Dinge besprochen. Wir haben ihm die Gründe nahegebracht. Es war ein sehr vernünftiges Gespräch. Es war natürlich auch von Enttäuschung geprägt, ganz klar. Ist nicht so, dass ich das ganze Jahr keine Möglichkeiten hatte zu arbeiten, sondern ich habe schon auf den Verein gewartet, mit Potenzial, mit Perspektive, mit der Stimmung, mit dem Spirit. Und deswegen ging es dann auch relativ schnell. Max Kautschinski ist Kenner der zweiten Liga. Er hat bewiesen, dass er Mannschaften entwickeln, stabilisieren kann, dass er Talente entwickeln kann. Namentlich nur genannt als Beispiele: Calhanoglu, Groß, Terracino, Akpoguma. Auch das ist für uns ein wichtiger Bestandteil bei der Suche des neuen Cheftrainers gewesen. Ich glaube, dass wenn alle gesund und fit sind, und da schließe ich mich Uwe Stöber auch an, dass es eine Mannschaft ist, die über Potenzial verfügt für mehr. Es kommt aber immer wieder zu Situationen, und ich glaube, da ist St. Pauli auch keine Ausnahme, dass Verletzte da sind, dass es schwierige Situationen gibt. Und letzten Endes, und das habe ich ja am Anfang gesagt, war dann einfach das Gefühl da, dass das gut zusammenpassen kann, dass mit dem, was St. Pauli bedeutet und mit dem, was ich mir vorstelle und wie ich mich sehe, dass ich glaube, dass das perfekt zusammenpasst. Um ganz vorne mitzuspielen, müssen viele, 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 nahezu alle Dinge richtig laufen. Aber wir wissen, dass wir uns in einem Wettbewerb befinden. Man sieht, dass die Torausbeute nicht so gut war, wie sie sein kann. Und ich glaube, in der anderen Richtung für die Abwehr gilt das genauso. Ich glaube, dass Luft ist in allen Bereichen. Und das gilt es jetzt rauszuholen. Zum jetzigen Zeitpunkt gilt es erstmal wieder Spiele zu gewinnen, sich zu stabilisieren. Und ich glaube, dass auch in so Momenten eine besondere Energie steckt und auch eine besondere Möglichkeit steckt. Und gerade wenn eine Mannschaft ja, auf die Fresse gekriegt hat und auch natürlich irgendwo am Boden ist, dann ist das eine besondere Aufgabe, das auch wieder aufzurichten. Und da steckt eine besondere Energie drin, und das reizt schon.